Shalom, Shalom. Ja, ihr Lieben, heute werde ich euch eine Predigt predigen, die schon einmal jemand gepredigt hat. Und zwar hat die Gemeinde in Pforzheim, Strahlen der Freude, eine 40-tägige Studie gemacht über Reich Gottes Prinzipien. Oder überhaupt was Reich Gottes, was Jesus uns damit kommunizieren wollte. Und leider gibt es davon keine Videos, aber es gibt die geschriebenen Botschaften. Und so lese ich euch heute die Botschaft von Daniel Exler vor, vom Pastor, über zwar das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das ist ein wunderbares Gleichnis, das für jeden von uns zutrifft und seine Auswirkungen hat. Das lesen wir in Matthäus 25, 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Lande reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Lande. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der, der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Der Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat, denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, ihr Lieben, diese Geschichte braucht eigentlich nicht viel Erklärung. Aber wir erkennen, dass die Treue für das Reich Gottes Leben sehr wichtig ist. Jesus zeigt uns hier in diesem Gleichnis, dass er uns allen eine bestimmte Anzahl von Talenten gegeben hat. Allen. Jeder erhielt sie nach seinen eigenen Fähigkeiten. Und der Mensch reiste in diesem Gleichnis außer Lande. Und das ist ein Bild über Jesus selbst. Er ist zu Pfingsten auch weggegangen. Er ist in den Himmel aufgefahren. Aber es ist verheißen, dass er genauso wieder zurückkommen wird. Und zwar lesen wir das in der Apostelgeschichte 1,11, da heißt es, und als sie gespannt zum Himmel schauten, schon in Vers 10, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen. Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel.
Also, wir wissen genau, er kommt wieder. Einer meiner Mitarbeiter hat heute Nacht einen Traum gehabt, dass Jesus gekommen ist. Er hat gesagt: Maria, das war ein Erlebnis. Ich bin ganz erschrocken aufgewacht. Er hat gesagt: Da war ein Geräusch, da war Licht, es war wunderbar. Okay, Halleluja. Aber auch beängstigend. So beschreibt uns Jesus auch den Menschen in diesem Gleichnis. Er kommt wieder und rechnet mit seinen Knechten ab. Auch wir, ihr Lieben, müssen vor den Richterstuhl Gottes. Wir leben genau in dieser Zeit. Jesus ist im Himmel und kann jederzeit wiederkommen. Jeder von uns hat eine bestimmte Anzahl von Talenten bekommen und Jesus schaut, wie wir mit diesen Talenten auf der Erde umgehen. Der Umgang mit unserem von Gott anvertrauten Talenten hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Der Herr hat mich vor einigen Jahren gefragt, wie ich mich auf einem Friedhof fühle. Und dann habe ich gesagt: Herr, entsetzlich. In 15 Minuten bin ich depressiv. Und wieso? Habe ich gesagt: Wieso bin ich eigentlich depressiv? Sagt er: Du spürst die Talente und Berufungen, die hier begraben liegen und nie ausgelebt wurden. Schreib ein Buch. Ich habe dich als Original erschaffen. Stirb nicht als Kopie. Der Knecht in diesem Gleichnis mit den 5 Talenten hatte weitere 5 dazugewonnen. Genauso auch der Knecht mit den 2 Talenten. Er hatte weitere 2 dazugewonnen. Beide erhalten das gleiche Urteil und demnach sehen wir, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Talente wir vom Herrn auf der Erdenzeit erhalten haben, sondern es kommt darauf an, ob wir mit diesen anvertrauten Talenten treu umgehen. Und ich sage, wir sollten sogar wuchern mit unseren Talenten. Treue ist ein sehr wichtiges Prinzip im Reich Gottes und hat Auswirkungen auf unser Leben nach dem Tod und schon zu Lebzeiten. Ebenso ist die Folge der beiden Knechte mit den 5 und den 2 Talenten identisch. Weil beide treu in wenigem waren, werden sie über vieles gesetzt. Beide dürfen in die Freude des Herrn eingehen. Und das ist ein Bild für die Errettung nach dem Tod und der Einzug ins Reich Gottes. Der Knecht mit dem einen Talent hatte Angst. Er fürchtete sich. Aus Angst hat er gehandelt und verbarg das Talent in der Erde, um es später so wieder zurückzugeben. Er erhielt das Urteil: böser und fauler Knecht. Die anderen beiden haben guter und treuer Knecht gehört. Hier sehen wir, dass es am Ende genau 2 Urteile gibt: gut und treu oder böse und faul. Die bösen und faulen Knechte haben verschiedene Eigenschaften. Sie reagieren aus Angst. Und das sehen wir jetzt in dieser Zeit extrem. Ich fürchtete mich. Heutzutage ist die Formulierung "Ich kann das nicht" verbreiteter. Er spricht zuerst die Identität des anderen an, um seine eigenen Fehler zu verdecken. Ja, ich kannte dich, dass du ein strenger Mann bist. Er verdreht das Gottesbild, dass du ein harter Mann bist. Er verwendet biblische Wahrheiten, um die eigenen Beweggründe zu verschleiern. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Mit dieser Methode hatte Satan auch Jesus in Matthäus 4, 1 bis 11 versucht. Schauen wir das einmal nach. Matthäus 4, 1 bis 11. Sagen, was von lebendig, wie ich es noch nie erlebt habe. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste geführt. Wer hat ihn in die Wüste geführt? Der Geist, der Heilige Geist, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du der Sohn Gottes bist, so sprich. Der Teufel kann immer alles in Frage stellen von Gott. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darum nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist,
So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ihr Lieben, Gott wird alle von uns immer wieder versuchen und er verdreht das Wort Gottes ein bisschen. Und darin ist immer seine, ja, da ist er so gefährlich. Wir müssen das Wort Gottes kennen, wie es wirklich ist. So, er vergräbt seine Talente und verbarg sein Talent in der Erde. Der Vergleich mit anderen kann es aber besser. Dient häufig als Alibi. Ja, das können andere besser wie ich. Ja. Hierdurch lebt der böse und faule Knecht in seinem Erdenleben nicht nur weit unter seiner Berufung, sondern er beraubt auch andere Menschen, die durch Gottes Plan an seinem Talent gesegnet werden sollten. Und ihr Lieben, am allermeisten schmerzt mein Herz über die vielen Abtreibungen, die auf dieser Welt geschehen. Gott möchte uns wunderbare Menschen schicken, Propheten, Männer und Frauen Gottes, vollmächtige Männer, und wir treiben sie ab. Ich glaube, wir werden noch großen Schmerz haben über das, wenn wir erkennen, was wir eigentlich hier an Leid uns selbst auferlegt haben. Also die Folge für den bösen und faulen Knecht ist verheerend. Er wird als unnütz bezeichnet und wird hinausgeworfen in die äußere Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen ist. Und das ist ein Bild für die Hölle, für ewige Verdammnis. Und wenn wir uns dieser Folgen bewusst werden, ist das Thema Treue sehr wichtig. Der Herr möchte gern, dass wir einfach an unserer Treue erkannt werden. Treue Menschen, denen kannst du vertrauen, denen kannst du glauben, denen kannst du eine gute Zukunft voraussagen. Der Mensch nimmt das eine Talent von dem bösen und faulen Knecht weg und gibt es dem, der bereits 10 hat. Jesus geht es demnach nicht um die Rückgabe unserer Talente, sondern um unsere Treue. Treue, Treue, Treue. Schreibt er das hinter die Ohren. In allem treu sein. Und was ist Treue? Aus dem Hebräischen bedeutet das Wort Treue so viel wie Wahrheit, Treue, Glauben, Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Aus dem griechischen Wortstamm kommen Bedeutungen wie Treue, Glaube und Vertrauen dazu. Es ist wirklich faszinierend, denn Treue und Glauben haben vom Ursprung die gleiche Bedeutung. Als zum Beispiel in Markus 9,23 Jesus gesagt hat, dem Glaubenden ist alles möglich, könnte man genauso auch übersetzen, dem Treuen ist alles möglich, denn es hat genau denselben Ursprung. Faszinierend ist auch, dass ein Bestandteil der Frucht des Geistes vom Galater 5,22 die Treue ist. Aber ebenso kann es auch mit Glauben übersetzt werden. Demnach sehen wir, dass wenn wir im Geist wandeln, Glaube und Treue als Frucht des Geistes ein Teil unseres Lebens wird. Die Verheißung der Treue. Ja, für mich wurde jetzt in den letzten Tagen besonders die Schriftstelle wichtig, dass sie ihn überwunden haben, den Feind, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu. Und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod, also dass sie Gott treu waren bis in den Tod. So, die Verheißung der Treue. Jesus erklärt in dem oben beschriebenen Gleichnis, weil die Knechte treu in wenigem waren, konnten sie über vieles gesetzt werden. Genauso wird es eines Tages mit uns sein, wenn wir treu in wenigem sind, wird Gott uns über vieles setzen. Für die Finanzen ist es auch
gültig. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungetreu ist, ist auch in vielem ungetreu. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er dem einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Davon lesen wir in Lukas 16, 9, 13. Und es ist das gleiche geistliche Prinzip, das in der geistlichen Welt funktioniert. Gott sucht nach treuen Menschen. In 1. Korinther 4, 1 bis 2 lesen wir, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Dann im 1. Timotheus 1, 12 bis 14 heißt es, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir treu sind in allen Bereichen. Jesus schaut danach, ob wir in allen Lebensbereichen treu und voller Glauben sind. Zuerst einmal Gott gegenüber, deine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, dann dem Nächsten. Leben wir in einem Vergebungsstil? Leben wir in einem Lebensstil, wo Menschen sagen, der oder dieser Person kann ich vertrauen? Wie leben wir mit der Familie, mit Freunden, in der Schule, in der Arbeitsstelle, in der Gemeinde, in unserem Dienst, mit unseren Gaben, mit unseren Finanzen? Sind wir treu den Verheißungen Gottes gegenüber? Glauben wir Gott? Nehmen wir Gott beim Wort? Der Lohn der Treue, ihr Lieben, ist enorm. Wir erhalten für die Treue die Krone bzw. den Siegeskranz des Lebens. In der Offenbarung 2,10 heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. So ermutigen wir euch, seid treu und voll des Glaubens. Lebt ein Leben des Glaubens an Gott und an seine Verheißungen. Es ist der Weg des Segens und des Sieges und hat eine große Belohnung, jetzt und in der Ewigkeit. Ich vertraue, dass du dich entscheidest für ein Leben der Treue. Denn du wirst geliebt von einem Gott, der treu ist und der dich nie, nie, nie verlassen wird, noch im Stich lassen wird. Shalom, Shalom.